Hä? Warum spricht man vier Sprachen in der Schweiz? Thomas, ja. Seit dem Beginn ihrer Geschichte war die Schweiz also von verschiedenen Volksgruppen bewohnt, welches und auch unterschiedliche Sprachen sprechen, weil teilweise verlaufen die Sprachgrenze entlang. Natürlich Grenzen. So trennte zum Beispiel die Sanne, die Wohngebiete der Burgunder von denen der Alemannen. Noch heute gilt die französische, deutsche, italienische und rätoromanische Sprache. Auf dieser Karte siehst du, wo die vier Sprachen in der Schweiz gesprochen werden. Italienisch hier. Ja. Rätoromanisch hier, so hier. Deutsch hier. Deutsch. Und hier. Hier auch Deutsch. Französisch hier.